Dann erstmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Schön, dass sich ein paar Leute hier gefunden haben. Ich werde gleich einfach mal total unvermittelt ein bisschen left field hiermit anfangen. Ich hoffe, man hört was. Kleiner Taschenspielertrick. Ein bisschen später werde ich erklären, was die Signifikanz dieses kleinen Musikausschnitts war. Dann können wir uns das gerne auch nochmal anhören. Zunächst aber mal, jetzt haben wir den Bildschirm. Zunächst einmal herzlich willkommen zu meiner Präsentation New World, New Work, eine spekulative Annäherung an die Arbeitswelt von morgen. Kurz nach dem Abendessen auf der Bits und Bäume Konferenz und es ist natürlich jetzt schon ziemlich spät geworden, deshalb versuche ich das hier möglichst engaging zu machen und hier ein bisschen einfach nur Impulse zu geben. Vielleicht kriegen wir sogar noch eine belebte Diskussion am Schluss hin. Mir geht es, wie gesagt, ich habe es im Titel versteckt mit der Spekulation, hier nicht darum, die Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen. Es geht darum, sich einen technologischen Trend von vornherein anzuschauen, sich zu überlegen, wo wir jetzt gerade sind, was Technologie angeht, wo wir uns hinentwickeln könnten und so ein paar Fragen aufzuwerfen oder eben Spekulationen anzustellen, was da spezielle Sachen sind, die wir beachten müssen. Mein Name übrigens ist Jonas Laurenz Kohl. Ich arbeite als Forscher und auch als Musiker hier in Berlin, habe mich jetzt über Jahre mit verschiedensten Fragestellungen rund um die soziale Einbettung von Technologie beschäftigt. Und das hier ist ein Thema, auf das ich immer wieder zurückkomme, egal in welchem Bereich ich mich bewege. Also für mich persönlich, das ist immer wieder ein Zurückzirkeln zu einem Thema, von dem ich das Gefühl habe, es hat eine wirkliche gesellschaftliche Brisanz. Deshalb spreche ich sehr gerne drüber. Wir machen einen kleinen Prolog und wir gehen wirklich mal ganz kurz zurück in die Frage, was ist Automatisierung? Wir wissen, wenn wir uns die Arbeitswelt von morgen anschauen, wird Automatisierung sicherlich eine große Rolle spielen. Das wissen wir, weil sie das schon seit jetzt über 100 Jahren tut, weit über 100 Jahren tut. Und um sich quasi anzuschauen, was Automatisierung war, was Automatisierung aber auch in Zukunft sein kann, fangen wir wirklich nochmal ganz, ganz, ganz am Anfang an. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen, die tief in diesem Thema drinstecken. Ich will es einfach nur möglichst zugänglich für alle machen. Und sagen, was ist eigentlich Automatisierung, was kann Automatisierung sein? Dieses Video sollte eigentlich im Loop abgespielt werden, aber wir haben es uns alle gemerkt, vielleicht kriege ich es nochmal hin. Ja, da haben wir es. Genau. Das hier ist ein klassisches Beispiel von einer Automatisierung, in der ich überhaupt keine Programmierung brauche. Der Vorgang, ich sehe, sobald sich die Dose hier an diesen Bedeckelungsapparat bewegt, wird automatisch ein Deckel aufgesetzt. Das ist sowas wie die niedrigste Stufe der Automatisierung, die man sich vorstellen kann. Das ist quasi einfach ein Mechanismus. Alles andere, alles weitere, was Automatisierung sein kann, alles, was ein Computer jeglicher quasi Kompetenzstufe, jeglicher Kapazität schaffen kann, basiert auf Schaltern. Für die Leute, die quasi sich noch nie damit befasst haben, was ist eigentlich ein Computer? Es sind einfach nur Schalter, in dem Fall elektrische Schalter, also nicht mechanische, sondern elektrische Schalter, sogenannte Transistoren. Und aus diesen Transistoren kann ich logische Bauelemente, logische Gatter bauen, mithilfe derer ich konditionale Schaltungen bauen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen Signal 1, Signal 2 und dann basierend darauf, was jeweils für ein Signal reinkommt, soll ein bestimmter Prozess basieren. Das ist letzten Endes die Grundlage von allem, was Computer traditionell machen. Und das ist schon die nächste Stufe von Automatisierung, in der wir schon längst drinstecken und die letzten Endes auch, wenn wir heute noch von Automatisierung sprechen, alles abbildet. Hier genau sehen wir eine physische Repräsentation dessen, wie so eine Schaltung funktionieren würde. In dem Fall, das ist tatsächlich das gleiche Bauteil, was ich gerade gezeigt habe, als mechanischer Schalter. Ich sehe, wenn ich hier oben diese gelben Ringe, wenn ich einen von denen betätige oder wenn ich den anderen betätige, passiert nichts. Wenn ich beide zusammen betätige, habe ich einen Output.
Das ist eine klassische, das ist ein klassisches Und-Gatter. Und worum es hier geht oder was ich daran quasi nochmal klar machen möchte, ist, dass der Computer auf der Ebene quasi einer elektrischen Schaltung, alles, was dieser Computer tut, könnte ich auch mechanisch bauen. Also ich kann einen Computer auch mechanisch bauen, er muss nicht mit Elektrizität funktionieren, er kann auch mit einer Bewegung von hier nach dort, also mit einer Translationsbewegung funktionieren, er kann mit Flüssigkeiten funktionieren. Und diese Maschine wäre genauso befähigt, sie wäre nur sehr, sehr, sehr viel größer. Zurück zu der elektrischen Maschine. Das hier ist eine sogenannte ALU, Algorithmic Logical Unit, mit der ich quasi, ich kriege da ein 4-Bit-Wort rein und ich kann mit diesem 4-Bit-Wort, also einem Signal, einem insgesamt einem 4-Bit-Signal, alles machen, was ein Computer mit diesem 4-Bit-Wort machen muss, um jegliche Funktion zu haben. Das hier ist dann wirklich exakt das, was ein Computer tut. Hier sehen wir das Herzstück eines Computers, gar nicht so komplex, wie man denkt, aber natürlich das mal eine Menge, eine sehr große Zahl. Roboter, also quasi einfach diese Automatisierung, die wir hier sehen, haben im heutigen Kontext überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Das sind einfach nur verbindungsprogrammierte Steuerungen oder speicherprogrammierte Steuerungen, also einfach nur Prozesse von, wenn dieses Bauteil sich hierhin bewegt, also wenn irgendwie eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann machst du diesen Handgriff, immer den gleichen Handgriff. Den kann ich manuell einprogrammieren, den kann ich am Terminal programmieren, aber es ist letzten Endes einfach nur ein klassisches, ich sage dir, was du zu tun hast und du tust das. Und diese Automatisierung, also der, in der wir uns jetzt sehr lange bewegt haben, in der gelten bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist die Optimierung, die wir hier sehen. Ganz kurz, um dieses Diagramm zu erklären. Das Level der Automatisierung hier von 0 auf bis 100% aufgezeichnet, darüber angezeichnet Cost per Unit, also Produktionskosten per Unit. Und hier sieht man, dass dadurch, dass die Automatisierungskosten hochgehen, je mehr ich automatisiere, aber natürlich die Personnel Costs, also die Kosten für das Personal, was ich dafür brauche, runtergehen, entsteht diese Kennkurve, diese Total Cost, die wir hier sehen. Diese Kurve hat ein Minimum. Dieses Minimum ist quasi das ideale Level of Automation. Hier habe ich die geringsten Kosten. Und das hier ist so ein bisschen unsere Versicherung jetzt im Moment, dass so Dinge nicht passieren können wie von heute auf morgen wird alles vollautomatisiert, weil man sieht ja, es würde sich kostentechnisch gar nicht lohnen, hier weiter zu automatisieren. Es wird immer teurer. In der Regel kann man so ein bisschen sagen, je spezialisierter, also je repetitiver eine Aufgabe ist, also wenn ich immer, immer, immer das Gleiche mache, dann lohnt es sich nochmal mehr zu automatisieren, als wenn es jetzt irgendwie eine abwechslungsreiche Aufgabe ist. Ganz generell kann ich auf jeden Fall sagen, dass in der herkömmlichen Automatisierung, so, also da, wo wir jetzt gerade stehen oder wo wir schon also seit Jahrzehnten stehen, es diese Kurve gibt. Jetzt gibt es etwas, was diese Kurve in Frage stellt, und das ist künstliche Intelligenz. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen. Ich mache eine ganz, 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 ganz grobe und dreckige Einführung in die künstliche Intelligenz. Es geht nämlich darum, wir hatten vorhin über Schalter gesprochen, über die ALU, über all diese Sachen, wo es quasi darum geht, dass ich mit einer If-Then, also dass ich mit einer Wenn-Dann und quasi verschiedenen Statements, die ich da so ineinander verschachtele, einem Roboter sage, was er zu tun hat. Zum Beispiel, beweg dich nach da, beweg dich nach da. Wenn die Schraube locker ist, dann zieh sie fest und so weiter. Also das wäre jetzt natürlich schon relativ komplex, aber sagen wir mal, wenn ein Stab ein bisschen raussteht, dann musst du ihn reindrücken bis zu dieser Länge. Das kann ich quasi konditional sehr leicht programmieren. Jetzt gibt es Sachen, die kann ich nicht leicht programmieren. Und ein klassisches Beispiel wäre Computer Vision. Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn du einen Hund siehst, dann mache das. Das Problem ist, dass es gar nicht so leicht ist, mit wenn, dann dem Computer zu sagen, was ist ein Hund. Wir stellen uns quasi den Input eines Computers vor, hier so zwei verpixelte Bilder. Wir alle können relativ leicht sagen, was davon der Hund und was der Wäschekorb ist. Aber wollten wir jetzt mal ein Programm programmieren, was anhand eines Bildes sagen kann, ob ein Hund drauf ist oder ein Wäschekorb, würden wir relativ schnell, wenn wir mit dem regelbasierten Ansatz, also mit diesem Programmieren, wenn dieser Pixel so, dann macht das, würden wir relativ schnell an unsere Grenzen kommen. Wenn wir dieses Bild also zerlegen in die einzelnen Pixel,
haben wir schon den ersten Schritt dahin, was Machine Learning ist. Also heute in unserer, der Begriff, wenn man heute künstliche Intelligenz sagt, wenn man heute maschinelles Lernen sagt und so weiter, redet man in einem sehr hohen Prozentsatz der Fälle von Machine Learning, von Deep Learning. Und ich will nur nicht quasi jetzt in die technischen Details von was Deep Learning ist eingehen. Ich will nur sagen, was quasi der Grundgedanke hinter überhaupt dem Ansatz dieser Art von maschinellem Lernen ist. Wir denken uns also, okay, wir haben ein Bild und wir möchten ein Programm trainieren, zu erkennen, ob in diesem Bild ein Hund ist oder nicht. Das Erste, was wir tun können, ist, wir müssen uns erstmal überlegen, jedes Bild, das eine Maschine sieht, muss diese Maschine zerlegen in Zahlen. In dem Fall zum Beispiel jeder Pixelwert, Sie können mal hier von oben links nach unten rechts sich denken, für jeden Pixelwert einfach zu sagen, wie hell. 0,99 ist weiß und 0,00 oder ist schwarz, genau. Und jetzt wollen wir uns eine Maschine überlegen, die aus diesen Pixelwerten quasi so einen Schalter am Schluss bilden kann, wo sie sagt, da ist ein Hund im Bild oder da ist kein Hund im Bild. Wie machen wir das? Mit Regeln, wie gesagt, kommen wir nicht weit. Schon seit 60 Jahren gibt es aber eine Technik, wie man das tun kann. Diese Technik basiert letzten Endes einfach darauf, sich zu überlegen, was passiert in unserem Gehirn. Obacht, es ist nicht das Gleiche wie das, was in unserem Gehirn passiert, aber ganz grundsätzlich passiert in unserem Gehirn das. Es gibt quasi Neuronen, neuronale Netze in unserem Hirn und wir wissen, dass diese Neuronen, also dass wir bestimmte Neuronen haben, die feuern, je nachdem, welche Impulse, welche Informationen von unseren Wahrnehmungsorganen in unser Gehirn gespielt werden. Und das hier ist ein sogenanntes Rosenblatt-Perzeptron. Das ist letzten Endes so eine Art Miniaturversion von all dem oder von fast allem, was wir heute unter maschinellem Lernen, unter künstlicher Intelligenz verstehen, ist letzten Endes nichts anderes als das. Ich nehme einfach alle meine Pixel. Ja, also das ist diese hier links dargestellte Vierecke, das sind quasi alle meine Pixel. Und ich mache quasi so, ich gebe die immer weiter, ich stelle eine virtuelle Verbindung her zu einem anderen Layer, also das hier von links nach rechts gehen wir so einzelne Layer durch, also so diese Knotenpunkte. Diese Knotenpunkte kann ich alle mit Zahlen bespielen. Ich kann auch alle diese, also ich kann hier, ich stelle mal vor, ich randomisiere das mal. Also ich sage einfach mal, okay, gib mal jedem Knotenpunkt hier und auch jeder Leitung zwischen zwei Knotenpunkten gibt eine Zahl. All diese Knotenpunkte sind miteinander verbunden. Also ich mache nichts anderes als so, ich tue so, als würde ich das Gehirn mal nachbauen, aber total dumm. Einfach, ich verbinde einfach mal ganz viele Neuronen miteinander. Die Neuronen sind nichts anderes als wie Speicher, die sich quasi so eine Zahl merken können. Genauso wie die Leitungen, das sind auch Speicher, die sich eine Zahl merken können. Und ich schaue mal, ob dieses Gehirn hier in dem Bild erkennt, ob da ein Hund drin ist oder nicht. Stellen wir uns mal vor, wir haben dieses Bild hier auf der linken Seite eingegeben und wir haben das jetzt randomisiert. Die Maschine gibt uns aus, ich glaube, also wir sagen einfach mal, wirklich, so einfach ist es, wir sagen einfach mal, diese 0,2, die behandeln wir jetzt als eine Wahrscheinlichkeitsprognose. Also einfach, wie wahrscheinlich denkt diese Maschine, ist da ein Hund im Bild zu sehen? Sagen wir 20%, also 0,2, das ist uns ein bisschen zu wenig. Was machen wir jetzt? Und wir gehen nicht in die technischen Details, wie das genau funktioniert, aber es ist tatsächlich so einfach. Wir gehen einfach rückwärts jetzt durch dieses Ding durch, durch diese Verbindung, durch dieses Netz und stellen es so ein, dass hier statt 0,2 0,99 steht. Einfach, also ich will, dass der quasi sagt, hier ist der Hund und hier unten bei, da ist kein Hund, soll eine 0 stehen. Ich mache das einfach. Und dann mache ich es mit einem anderen Bild von einem Hund auch. Und dann mache ich es mit einem anderen Bild von einem Hund auch. Und dann mache ich es mit einem anderen Bild von einem Hund auch. Und das hier, obwohl ich am Anfang wirklich nur randomisiert habe, obwohl ich einfach nur stupide das nachgebaut habe, von dem ich denke, was ein Gehirn ist, ist am Ende, wenn ich ein Bild eingebe, kann es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ob ein Hund oder kein Hund im Bild ist. Warum? Weil ich so unglaublich viele Bilder von Hunden diesem System gezeigt habe, also diesem Algorithmus gezeigt habe, dass ich diesen Hund erkennen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass letzten Endes nur hier Daten an der Arbeit sind und diese Daten arbeiten quasi daran, dass ich in Zukunft bessere Prognosen stellen kann. Hier für alle Leute, die
für die das ist jetzt absolut Schnee von gestern war, so ein kleiner Programmiererwitz. Was bedeutet das in der Praxis? Changing random stuff until your program works is tacky and bad coding practice, but if you do it fast enough, it's machine learning and pays 4 times your current salary. Also die Idee hinter Machine Learning ist buchstäblich einfach, ein System macht so oft quasi Trial and Error, guckt quasi, trainiert sich immer an einem Datenbild, schaut so, denke ich, da ist ein Hund drin? Nein. Ist aber wirklich in Wirklichkeit ein Hund drin? Okay, dann ändere ich mich. Oder, es ist auch ein Hund drin, dann bleibt das gleich. Das ist quasi ein Algorithmus, der die ganze Zeit sich wiederholt, immer wieder das Gleiche macht mit einem großen Datensatz und irgendwann tatsächlich auch dazu in der Lage ist, zu erkennen, ob in einem Bild ein Hund ist oder nicht. In dieser einfachen Form ist das auch vollkommen undurchsichtig, warum das Programm das erkennt. Aber es kann es auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, wir schauen uns ganz kurz die Fakten an von dem, was Leute sagen, wenn sie sich überlegen, das, was jetzt relativ banal klang, das, was wir jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen, wird bereits in 56% aller Firmen, also das ist eine groß angelegte Studie von McKinsey, wirklich globale Firmen, in 56% aller Firmen angewendet und 20-25% aller Jobs könnten bis 2030, also in 8 Jahren, obsolet sein. Das sagt der gleiche Bericht und das sagen auch verschiedene Quellen. Das ist irgendwie ein bisschen absurd, wenn man das so gegenüberstellt, also einfach ein simples Programm und so krasse Zahlen. Und es führt mich zu meiner ersten Spekulation, die uns jetzt auch gleich so ein bisschen in die Zukunft der Arbeitswelt bringen soll. Künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, aber sie muss es nicht sein, um uns in vielen Arbeitsfeldern zu ersetzen. Wichtiger Punkt, ich hatte ja vorhin auch das gezeigt mit dem mechanischen Schalter. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Perzeptron, also das, was ich gezeigt habe, dieses neuronale Netz, nicht intelligent ist. Es ist nicht das Gleiche wie ein menschliches Gehirn. Es kann nicht das Gleiche wie ein menschliches Gehirn. Es ist in keinster Weise mit dem zu vergleichen, was wir tun. Und jeder Mensch, der sich mit der quasi Bedeutung menschlicher Intelligenz auseinandersetzt, würde auch sagen, dass diese Systeme nicht intelligent sind. Aber das Ding ist, dass die meisten Jobs, die wir so, die meisten Aufgaben, die wir so in unserem Alltag erledigen, diese Form von Intelligenz auch gar nicht benötigen. So. Kapitel 2, also jetzt quasi der erste Blick in die Zukunft, ist jetzt also die Frage, was bedeutet das? Okay, wir stellen uns erstmal vor, dass diese Automatisierungskurve, die wir vorhin gesehen haben, diese Optimierungskurve, jetzt nicht mehr gilt. Das hat damit zu tun, dass wenn ich jetzt einen Roboter programmieren möchte, dass er irgendwie in der Produktionsstraße Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 macht, dann steigen die Automatisierungskosten sehr hoch an. Wenn ich einen Machine Learning Algorithmus habe, der sich selbst trainieren kann, bestimmte Aufgaben zu erledigen, dann flacht diese Kurve, die Kostenkurve ab und Automatisierung wird auch in höheren Graden immer günstiger. Irgendwann wird diese Kurve fast horizontal. Und das bedeutet, sehr, sehr, sehr vieles von dem, was wir heute schon in unseren Jobs tun, kann in Zukunft automatisiert werden. Entweder, das heißt also, dass ganz, ganz viele Jobs einfach direkt wegfallen, oder es heißt, dass wir letzten Endes viele von unseren Stunden, also vieles von dem, was wir heute in unseren Jobs tun, abgeben an den Algorithmus und eventuell dann andere Aufgaben hinzukommen. Aber das Erste, was ich mich fragen möchte, ist, was macht das dann mit meiner Arbeitsumgebung, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der künstliche Intelligenz ist? Fragen wir mal die KI. Die KI kann nämlich einiges. Und ich kann sie mal fragen, my artificial colleague, wie würde das denn aussehen? Das hier ist nämlich Deep AI. Das ist eine Anwendung, die nimmt einen Text und macht ein Bild daraus. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer. Aber ja, okay, ungefähr so kann ich es mir also vorstellen.
irgendwas mit Robotern, die in unserem Arbeitsplatz rumlaufen. Vielleicht haben es einige von euch gelesen. Heute hat tatsächlich Elon Musk wirklich Roboter angekündigt, die genau, also die sehen wirklich diesem hier ziemlich zum Verwechseln ähnlich. Also tatsächlich diese Idee von so humanoiden Robotern in unserer Arbeitsumgebung, die jetzt von OpenAI verfolgt werden soll, finde ich ein bisschen seltsam. Glaube ich auch nicht, dass das so ein bisschen, dass das so im großen Stile in Zukunft eingeführt werden wird. Viel wahrscheinlicher halte ich es dafür, dass wir einfach sehr, sehr, sehr viel mit so Desktop-Tools zu tun haben werden. Ganz simple, bunte Interfaces mit KI, in die wir so Teile unserer Aufgaben reintippen und die machen dann vieles für uns. Ne? Also die, ich sage dann zum Beispiel einfach nur, ich brauche eine bestimmte Information oder ich habe eine Idee und führe diese Idee mal aus. Und die KI macht das dann relativ selbstverständlich. Es kann aber natürlich auch aussehen wie ein Roboter. Hier am Beispiel von Sawyer von Rethink Robotics. Das ist nämlich nicht ein Roboter, wie wir ihn vorhin gesehen haben in Industriestraßen. Das ist nicht ein Roboter quasi dieser Automatisierung der alten Schule. Das hier ist ein Roboter, der KI benutzt, um nicht nur seine eigenen, quasi das Erfüllen der Aufgaben, auf die er trainiert ist, zu erledigen und zu verbessern, sondern er kann auch, es ist ein sogenannter Cobot, also ein Roboter, der darauf spezialisiert ist, mit Menschen in einem Umfeld zusammenzuarbeiten, sich bei Leuten und anderen Robotern abgucken, was sie denn da machen und das lernen. Zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt falte, dann sieht er das und dann lernt er das. Er macht das dann nach. So, jetzt verstehen wir wahrscheinlich auch, warum diese Kurve, diese Automatisierungskurve, die wir uns anschaut, nicht so eine selbstverständliche Sache ist, wenn ich plötzlich Roboter habe, die so komplexe Tasks sich selbstständig beibringen können. Und vor allem kommen wir auch an einen Punkt, der ziemlich besorgniserregend ist. Und das ist, damit er mich imitieren kann, muss er mir natürlich auch die ganze Zeit zuschauen. Und der wichtigste Punkt, oder tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, die wir uns anschauen müssen, wenn wir uns überlegen, okay, wir haben jetzt quasi KI und KI kann in Arbeitsfeldern eingesetzt werden, ist schon mal, dass das automatisch bedeutet, dass ich die ganzen Sensoren, die Daten sammelt, die eine KI braucht immer Daten, in einem Arbeitsplatz auch brauche. Und wir uns überlegen, dass das automatisch bedeutet, dass ein Prozess, ne, also der Prozess dann innerhalb dem ich arbeite, sofort an Metriken geknüpft sein muss und an eine Optimierungslogik geknüpft sein muss, weil genau wie der Roboter irgendeine Metrik braucht, um sich zu optimieren, kann ich dann genau das gleiche auf den größeren Prozess übertragen und das tut natürlich auch was mit den verbleibenden Arbeitsstunden. Es gibt noch einen anderen Punkt, der interessant ist, sich anzuschauen, wenn es um Automatisierung am Arbeitsplatz geht. Das ist nämlich folgender. Warum automatisiere ich denn überhaupt? Also warum, ich überlege jetzt, ich bin ein Unternehmen, warum möchte ich denn bestimmte Aufgaben lieber von der KI erledigt sehen als von einem Menschen? Würden viele Leute sagen, naja, wenn es billiger ist, ist es billiger. Aber außerdem eine Sache, ich weiß ja, dass Menschen auch mal müde werden. Ich weiß ja, dass Menschen auch mal Fehler haben. Das sieht man jetzt zum Beispiel in der Logik von autonomem Fahren relativ oft. Also dass quasi gesagt wird, autonomes Fahren ist viel sicherer, weil die KI nicht müde wird. So, und das ist ja auch die Realität dessen, was wir jetzt schon erleben. Lizanne Bainbridge hat schon in den 80er Jahren hier eine Ironie herausgearbeitet, hat gesagt Folgendes. Wenn ich also sage, der Mensch kann müde werden, der Mensch kann Fehler machen und ich nehme ihn aus einem Loop raus, genau aus diesem Grund, und ich trainiere ich automatisiere den restlichen Task, solange in irgendeiner Weise es Situationen gibt, in denen die Maschine nicht weiß, was zu tun ist, und das passiert bei autonomem Fahren jetzt gerade noch sehr, sehr häufig, solange das in irgendeiner Weise also noch eine Möglichkeit ist, gibt es immer auch Momente, in denen ich den Menschen wieder zurück in den Loop holen muss. So, aber was ist jetzt mit dem Menschen, den ich aus dem Prozess rausgeholt habe? Der verlernt ja in dieser Zeit, in der er nicht zum Beispiel am Steuer sitzt,
alle notwendigen Skills. Und vor allem ist er auch in einem ganz anderen Modus. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich fahre nachts auf der Autobahn. Klar ist es dann erstmal sicherer, wenn das Auto mir das Fahren abnimmt, weil ich könnte ja müde werden. Aber ich werde natürlich viel müder, wenn das Auto fährt, wenn ich nicht gerade am Steuer sitze. Das kann ich auf alle anderen, also das kann man nicht nur auf Müdigkeit und nicht nur auf diese quasi diese kleine Beispiel übertragen, sondern ich muss das quasi auf alle Aspekte von Automatisierung so sehen. Lustigerweise, paradoxerweise, verstärke ich alle Schwächen in dem System, die durch die menschliche, also ich verstärke alle menschlichen Schwächen in diesem System, indem ich den Menschen aus dem Zyklus rausnehme und da wieder reindrücke, wo er, also wo ich mich am meisten auf ihn verlassen muss. Die Ironien der Automatisierung. Das macht Berufe also nicht nur quasi paradoxer, sondern das macht sie, also paradox, sondern das macht Berufe auch sehr viel anstrengender und ja, belastender. Und wir haben noch einen letzten, wir haben noch eine letzte Sache, die wir uns anschauen müssen, wenn wir uns den artifiziellen Kollegen anschauen. Nämlich, okay, wir haben quasi jetzt mal gesagt, wir klammern ganz kurz aus, großflächige Jobverluste und wir schauen uns eher an, was passiert, wenn jetzt quasi die KI in den Arbeitsplatz kommt. Wir kommen zurück zu, warum automatisiere ich Aufgaben, und wir kommen dazu, dass die meisten Unternehmen Aufgaben dann automatisieren, also bestimmte Prozesse dann automatisieren, wenn sie dort Kosten sparen können. Das gilt zumindest mit traditioneller Automatisierung, also dann vor allem, wenn die Arbeitskraft teuer ist. Und wenn ich es aber auf der anderen Seite, die Aufgabe nicht komplex, nicht zu komplex ist, um sie relativ kostengünstig zu automatisieren. Was bedeutet das? Es bleiben zwei Arten von Jobs übrig. Die ich nicht automatisieren kann und die, wo die Arbeitskraft so billig ist, dass es sich für mich finanziell nicht lohnt, sie zu automatisieren. Und das dazwischen, das sagt zum Beispiel auch die OECD-Länder in einem Ausstellungsausblick 2019, haben auch gesagt, dass das ein großes Risiko ist, was gerade besteht, eine Polarisierung des Arbeitsmarktes, genau in diese zwei Extreme. Die Jobs, die zu billig sind, um sie zu automatisieren, und die Jobs, die zu spezialisiert sind, um sie zu automatisieren. Wobei man auch dazu sagen muss, das war jetzt schon ein Bericht von, ich glaube, vor 2 Jahren, dass Foxconn, also der Hersteller vieler Smartphone-Teile, der seinen Angestellten so im Mittel $5 am Tag bezahlt, auch davon spricht, bis zu 60.000 von ihnen durch Roboter zu ersetzen. Also auch das ist jetzt vielleicht eine Gleichung, die sich ändert, wenn wir plötzlich von künstlicher Intelligenz sprechen und nicht traditioneller Automatisierung. Aber alles in allem ist das so ein bisschen die dritte Spekulation, auf die das mich führt, nämlich dass der Verlust an Arbeitsquantität vor allem auf absehbare Zeit nicht unsere primäre Sorge sein sollte. Also ja, es kann tatsächlich sein, dass sehr viele Jobs wegfallen, und wir können auch gleich nochmal in der Diskussion darüber sprechen, also ob das jetzt in irgendeiner Weise bedeutet, dass die, also können wir quasi aus unserer Geschichte lernen, in der es immer eine, man kann im Grunde sagen, in der Vergangenheit war es immer so, dass mehr Automatisierung auch angenehmere Jobs geschaffen hat. Die Frage ist, ob sich das in die Zukunft so übertragen lässt, oder ob es irgendwann diese starken Verluste an Arbeitsquantität gibt. Aber die, und das ist eine Sache, wie gesagt, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob das ein zentrales Problem ist. Aber es ist auch nicht das größte Problem, auf das wir uns vorbereiten müssen. Hier ist nämlich ein wichtiger Punkt, wieder zurückkehren zu der Frage, warum automatisiere ich Aufgaben? Denn es gibt da so ein bisschen die vorherrschende Meinung, dass der Hauptgrund, warum ich eine Aufgabe automatisiere, ist, dass sie monoton ist, dass sie langweilig ist, dass sie lästig ist. Nur, wie gesagt, die Gründe sind meistens andere. Entweder ich möchte die Qualität von etwas verbessern oder ich möchte Geld sparen. Also in unserem freien Markt zumindest. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Und jetzt können wir vielleicht dazu kommen, was ich da gerade für Musik abgespielt habe, bevor ich mit dem Vortrag begonnen habe. Das war Musik, die von einer KI komponiert wurde, nämlich von Emily Howell. Ich sage es jetzt mal relativ früh und relativ unzeremoniell, weil ich glaube, dass es die wenigsten in diesem Raum überrascht, dass KI schon Musik komponieren kann. Die meisten hier im Raum kennen vielleicht sogar DALL-E, das jemand schon mal gehört, vielleicht. Ja, genau. Das ist ein bisschen viral gegangen. Da gab es eine Menge Memes dazu. Ja, es ist spät am Abend, deshalb denke ich, machen wir mal eine kleine DALL-E-Runde.
Ich habe mir ein paar ausgesucht bei Google, die ich gut fand. A caterpillar smoking a cigarette ist quasi ein Textprompt, ähnlich, wir haben es ja gerade schon gesehen, dass es Programme gibt, die aus Text-based Prompts Bilder generieren. A caterpillar smoking a cigarette interpretiert Dali so. Wir haben Roomba in the Mariana Trench, also quasi ein Staubsaugerroboter am Boden des Marianengrabens. Und die Leute, die diese Memes kennen, wissen, es wird relativ absurd, es wird schnell relativ absurd. Freddie Mercury eating ramen inside a washing machine. Das ist das also, was wir kennen. Wenn wir uns das aber nochmal im Detail anschauen, sind wir davon, also ich meine, klar, man ist, wenn man das erste Mal sieht, davon überrascht und das ist faszinierend, aber jetzt schaut man sich dieses Bild nochmal so an und sagt, ja gut, aber, also ich meine, mal so ganz salopp gesprochen, natürlich hat dieses System, wo der mit Millionen von Bildern trainiert, natürlich weiß es, wie eine Waschmaschine aussieht. Bilder von einer Waschmaschine, ganz einfach. Natürlich weiß es, wie Ramen aussieht und auch quasi, also es muss natürlich erstmal wirklich diesen Text gut analysieren. Aber wenn es erstmal verstanden hat, okay, es geht darum, dass eine Person Ramennudeln isst in einer Waschmaschine und diese Person soll Freddie Mercury sein, aus diesen Einzelteilen das zusammenzubauen. Wir sehen hier immer irgendwie noch so die Bausteine dessen, wie hier gedacht wird. Das heißt, irgendwo ist es natürlich so, dass wir sagen, okay, das ist ein witziger Gimmick, also das ist lustig. Aber die Frage ist, inwiefern wird das industrielle Anwendung finden? Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen krasser. Hier wurde nämlich eine bildgebende KI gefragt, wie sieht denn, oder zeig mir doch mal einen Toaster, der aussieht wie eine Ente. Oder zeig mir doch mal einen maximalistischen Sneaker, also einen maximalistisch designten Sneaker. Und die finde ich ziemlich krass. Die finde ich ziemlich krass, weil wenn man mal googelt, Duck-Shaped Toaster, also man sieht dann auch irgendwann dieses Bild, aber wenn man mal googelt Duck-Shaped Toaster, das hat dieses Programm hier nicht irgendwo, na, also es gibt nicht dieses Entenkopf-Element irgendwie an einem Regenschirm und dann wird das dann in diesen Toaster gesetzt, sondern das hier ist ziemlich fortgeschrittenes Design. Ich will nicht sagen gutes Design, ich will sagen, fortgeschrittenes Design in dem Sinne, dass man sich sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass es jetzt so ein Gremium gibt von Leuten, die sagen, gut, die KI hat uns diesen Toaster ausgespuckt, brauchen wir jetzt noch einen Designer zu bezahlen? Brauchen wir noch eine Designerin zu bezahlen? Oder wenn, dann eigentlich ja nur noch, um uns jetzt, wenn wir uns quasi 100 von diesen Bildern angeschaut haben und wir finden ein Gerät, was wir gut finden, uns quasi hier noch die Blueprints draus macht. Und das ist natürlich eine Aufgabe, von der wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen können, dass sie in nächster Zeit automatisierbar ist. Also Wenn ich das sehe, würde es mich auf jeden Fall nicht überraschen, dass es nicht mehr lange dauert, dass ich hier auch gleich automatisch die Baupläne hiervon runterladen kann und dass ich mein neues Produkt entwickelt habe. Und vor allem im Bereich Werbung, das können wir uns natürlich sehr gut vorstellen, also in diesen ganzen kommerziellen Bereichen, ist das jetzt schon auch am Einschlagen? Ich meine, da gibt es natürlich, sage ich mal, jetzt gerade noch Trends, diese KI-Novelty zu nutzen. Also die Tatsache, dass es KI ist, das ist natürlich immer eine tolle Story und das benutzt man dann dafür. Aber dauerhaft hat die KI halt einen riesen Vorteil, nämlich sie kann sehr viele Daten nutzen und sie kann eine Personalisierung nutzen, die menschlicher Designer, eine menschliche Designerin nicht nutzen kann. Beispielsweise, es gibt eine Firma Rosebud AI, die arbeiten an der Personalisierung von Werbung auf der Ebene, dass zum Beispiel basierend darauf, das weiß ja Instagram zum Beispiel, irgendwie je nachdem, wie lange wir auf Bildern sind, basierend darauf, welche Person wir besonders attraktiv finden, kann auch das Model in der Werbung ausgetauscht werden. Einfach basierend auf diesen Algorithmen. Und das ist, sage ich mal, hier sieht man so ein ganz gutes Beispiel davon, dass hier tatsächlich in einem gewissen Prozess so ein bisschen der höchste Aspekt der Aufgabe, nämlich der Aspekt kreatives Schaffen und wirklich out-of-the-box-thinking und solche Geschichten,
automatisiert wird. Also gar nicht irgendwie das, was man sehr oft mit Automatisierung verbindet, so in die Richtung von irgendwie, wenn ich jetzt als Designer zu arbeiten und dann wirklich nur so Sachen wie irgendwie Pläne zu beschriften, wo man sagt, ah, das ist repetitiv, das ist langweilig, das müsste man doch automatisieren. Das Problem ist, dass es ja nicht die Designer sind, die entscheiden, welcher Prozess wird hier automatisiert, sondern es sind irgendwann die Shareholder oder Chefs, es sind Unternehmen. Und diese Unternehmen, denen ist es relativ, wenn das Produkt stimmt, in ihren Augen, ganz wichtig, dann werden sie auch Geld einsparen. Geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich meine, in Werbung kann man sich das ganz gut vorstellen und in so irgendwie so Quatsch-Designs wie so einem Ententoaster. Die Firma OpenAI hat mit Jukebox einen Algorithmus veröffentlicht, der tatsächlich, ich meine, wir hatten jetzt Emily Howell schon gesehen, Emily Howell wurde quasi mit Notenkompositionen trainiert, da kann man sich das noch gut vorstellen, dass sie dann Noten ausspuckt, die dann aber noch von einem menschlichen Pianisten gespielt werden. Jukebox kann tatsächlich Raw Audio ausspucken, also quasi wirklich Musik ausspucken. In dem Fall wurde Jukebox gefragt, mach doch mal Rockmusik im Style von Elvis Presley. From dusty tailey, fumble scarf, the lip, it tells the heart. When my toes slips, when my hair is the fine. At last, when he woke up with a mind. I'm dusty Danish, let me help from Goethe to the picture act. When his CT with the tunnels, there's some beat. At last, he woke up in his soul. His answer is yes, and we know. So, finde ich krass, vor allem wenn man sich überlegt, dass das natürlich jetzt quasi die erste Iteration von so einem Programm ist und dass sowas in Zukunft verbessert wird. Die Frage ist also auch, ob in Zukunft auch jegliche kreative Tätigkeit davon bedroht ist, mehr, automatisiert zu werden. Ich will an der Stelle aber, und das ist die nächste Spekulation, die ich anstellen möchte, sagen, es gibt zum Beispiel den Künstler und Designer Sebastian Erasuris, der gerade sehr viel sich damit beschäftigt, mit der Frage, ob KI den Künstler oder die Künstlerin obsolet machen kann in der Zukunft. Nur, das ist eine wichtige Sache, woher zieht Kunst eigentlich ihre Bedeutung? Ich denke, da sind wir uns alle relativ einig, dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwie ein Kunstwerk zu produzieren, sondern dass es auch darum geht, was wir aus diesem Kunstwerk ziehen können. Und obwohl es gerade so ein bisschen so ein Genre gibt und obwohl gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema KI steckt, ist das wahrscheinlich dauerhaft gesehen eher so ein, sag ich mal, eine Phase, durch die wir jetzt gehen, die Phase, in der das alles neu ist, dass wir jetzt nicht mehr die Einzigen sind, die Kunst schaffen können. Aber hier am Beispiel der Kunstinstallation Der ewige Gärtner, von Jason Bruges, kann man so ein bisschen sehen, dass man sich denkt, ohne diese menschliche Note, wir müssen ja nur quasi uns selbst betrachten, in den meisten Fällen ziehen wir so viel Bedeutung aus quasi der Person, die hinter Kunst steckt und nicht aus der Kunst als isoliertes Objekt. Und das, meine Spekulation lautet, yes. Die Künstlerin wird nicht unbedingt durch KI ersetzt, doch ihre Arbeit wird prekärer. Und das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man sich eben wieder zurückerinnert im kommerziellen Sektor oder in der Tatsache dessen, dass wir, dass auch heute schon Kreativschaffende mit stark in Konkurrenz stehen mit Algorithmen und der Kuration, ist auch wichtig zu sehen, dass selbst, und Kreativität ist hier wirklich nur ein Beispiel, man kann das Gleiche auch bei Professionen mit Menschenkontakt, kreative Problemlösungen in jeglicher anderen Domäne, nicht nur quasi in Kunst und Medien,
Hier ist tatsächlich einfach der Punkt, es entsteht ein Wettbewerb, es entsteht ein Druck in einem ganz bestimmten Sektor, nämlich im kommerziellen Sektor, der sehr schnell Arbeitsbedingungen prekärer macht, der Aufgaben wegnimmt, die eigentlich spannend und sinnstiftend sind und der im Allgemeinen, einfach unsere Arbeitsbedingungen verschlechtert. So, und jetzt kommt der Punkt, wo wir über die Konsequenzen, die Maßnahmen, die politische Reaktion darauf sprechen können, was da für ein Trend auf uns zurollt. Die Zeit ist abgelaufen. Das ist aber kein Problem, habe ich mir schon sagen lassen. Wir können ein bisschen überziehen und ich glaube an dieser Stelle wäre es jetzt für mich total spannend, erstmal so ein bisschen aus dem Raum zu hören, ob es denn irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder so Impulse gibt in Richtung von dem, worüber ich ja gerade gesprochen habe. Also spannend ist natürlich irgendwie, es gibt ja hier ein paar Leute, die sich genau entschieden haben, den Vortrag zu sehen und vielleicht, ich habe schon zwei schüchterne Meldungen gesehen, ja, vielleicht erstmal hier ganz kurz. Ah, Mikrofon. Zwei Sachen. Einmal muss ich jetzt gerade bei diesem Toaster dran denken. Ich finde das auch beeindruckend. Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, aber man muss ja auch bedenken, dass die Quelle dafür, das sind ja bestehende Designprodukte, die menschliche Kreativität geschaffen hat. So, und jetzt muss man sich mal eine Welt vorstellen, wo das einfach nur immer wieder resampled wird. Also das frage ich mich halt, ist das wirklich dann so ein gutes Ergebnis, was am Ende rauskommt? Also wenn ich jetzt diese generierten Bilder wieder als Quelle nutze für mein neuronales Netz, was ich da trainiere, dann kommt am Ende vielleicht auch nur Murks raus. Also weißt du, zugrunde liegend ist immer eine menschliche Kreativität gewesen. Und ich habe mich auch gefragt, jetzt mit DALL-E und so weiter, ist nicht eigentlich auch der Schaffensprozess, dass man überhaupt diese Eingabe tätigt? Also diesen Satz, den man eingibt. Ist das nicht eigentlich schon ein kreativer Prozess und ist DALL-E nicht nur ein Werkzeug, was ich bediene, wie vielleicht ein Adobe Photoshop Filter oder so, der auch immer von einem Menschen bedient werden muss? So. Ja. Sehr, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Der mich auch so ein bisschen darin erinnert, an die ganze Debatte quasi, dass wir natürlich einmal eine idealistische und einmal eine vielleicht irgendwie, sag mal, zynischere, realistischere Perspektive auch darauf haben, quasi auf ein, wie sollte die Welt sein oder wie sollten wir die Welt verstehen und wie ist sie. Also ich bin definitiv der Meinung, dass diese Art von quasi kreativen Schaffens, vor allem jetzt im Moment, komplett qualitativ zu unterscheiden ist von dem, was wir tun. Auf einer gewissen Ebene sind wir natürlich auch die ganze Zeit am Resamplen von Gedanken, die schon vorher da waren. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass es einen inhärenten Wert gibt in diesem quasi menschlichen Schaffen neuer Dinge, in dieser Art von Problemlösung und neue Dinge zu erdenken. Wie gesagt, es gibt auf der anderen Seite halt die Perspektive dessen, wie sind die Märkte geschaffen, die diese Produkte quasi an den Mann bringen? Und wir natürlich hier sehr schnell, habe ich auch gleich nochmal zwei Slides dazu, die wir dann nochmal ganz kurz anschauen können, dass halt hier sehr schnell auch quasi Sachen an den Mann gebracht werden, nicht weil sie gut sind, sondern weil der Algorithm says so. Also wir leben halt in einem gewissen wirtschaftlichen System, in dem solche Dinge halt dann auch oft mehr bewertet werden als tatsächliche Kreativität oder irgendwie, aber definitiv also wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Es gab hier vorne noch jemanden? Zwei Leute sogar? Oder drei Leute sogar? Vier Leute sogar? So eine schöne Diagonale tatsächlich. Michael Ahlmann, Pfiff. Ich bin der Auffassung, dass wenn man sich das Bild mit diesem Toaster vorstellt, das war ja glücklicherweise eine andere Fragestellung, aber ein intelligenterer Toaster würde weniger Energie verbrauchen, würde zwischen Brot und Brötchen unterscheiden können, würde möglicherweise eine höhere Lebensdauer haben und all das ist intelligentere Arbeit, ein intelligenteres Produkt. KI hat da verdammt wenig von.
Das ist klassisch von den Programmierern vorgegebene Struktur. Definitiv, ja. Ich? Gut. Also ich habe auch im Beruf mit Simulationen gearbeitet als Ingenieur und bin dann auch dazu gekommen, dass man mir präsentiert hat, ein hochintegriertes Softwarepaket zur Simulation, von dem ich absolut nicht begeistert war, weil ich nicht reingucken kann, was sich da tut und folglich auch überhaupt kein Verhältnis bekomme zu dem, was da simuliert rauskommt. Aber wenn natürlich meine Geschäftsführung entscheidet, dass sie dieses Softwarepaket einschafft, dann bin ich genötigt, es anzuwenden. Egal, wie viel Bedenken ich damit habe. Also in diesem ganzen Prozess ist eben auch die Frage, entscheiden über solche Investitionen Leute, die davon auch Ahnung haben? Oder geht das nur nach wirtschaftlichen Erwägungen? Genau, es gab hier nach vorne, der Herr in Blau ist ja auch gemeldet, ne? Oder machen wir erst noch hier? Ja, nach dem Release von Stable Diffusion, dem Nachfolger von Dolly, hat eine kreativ schaffende Person im Internet, die sich mit dem Bereich Storyboard-Zeichnen auseinandersetzt, einen recht länglichen Artikel geschrieben, ob das jetzt ihren Job ersetzt oder nicht. Das Ergebnis war nein, weil die eigentliche Leistung, um die es geht, ist es genau, die Requests des Kunden erfüllen zu können. Und so on point zeichnen konnte die KI dann doch nicht. Also das bleibt spannend, ob das dann irgendwann möglich sein wird, aber momentan ist es nicht hinreichend. Ich hätte noch eine Frage, und zwar zu dem Elvis-Song. War der Text denn verständlich, den die KI gesungen hat? Also kann man diesen Text irgendwo nachsehen? Kann man. Eine Sekunde. Hier. Da ist er. Oh boy, oh boy. Danke. Genau, das ist die Seite von OpenAI, von diesem Jukebox-Programm. Hier gibt es auch, wie man sieht, Country in the Style of Alan Jackson, Pop in the Style of Katy Perry. Und der generiert tatsächlich alles, auch Text, wobei man auch dazu sagen muss, dass, ist einfach eine genau, Gestaltungsebene. Wir hatten, ich glaube, hier noch, ne? Oder? Ja, einmal ganz kurz hier vorne. Oder nur der Reihenfolge wegen, ja. Hallo. Mein Name ist Tim, ich würde mal interessieren, was das Urheberrecht betrifft. Gibt es da Diskussionen darüber, ob man, wenn man auf bestehende urheberrechtlich geschützte Werke zurückgreift, um ein neues Werk zu generieren, ab wann man dann nennen muss? Oder gibt es da Diskussionen darüber? Es gibt da definitiv Diskussionen darüber. Ich würde tatsächlich sagen, dass definitiv kein Rechtsexperte. Ich weiß, dass es da Diskussionen darüber geht und dass im Kontext dessen, was wir, also zum Beispiel die Musikgeneration, die wir hier sehen, wird das auf jeden Fall mit unserem herkömmlichen Verständnis von Urheberrecht definitiv, also nicht gedeckt, im Sinne von, das sind tatsächlich originelle Werke. Das gibt es, also in dem Bereich von, also man müsste sich jetzt hier keine Sorgen machen, von quasi dem Estate von Elvis Presley verklagt zu werden, weil man einen Elvis Presley-Song öffentlich zur Verfügung stellt. Aber es ist natürlich eine Frage, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, wo ich auch gleich nochmal darauf zurückkommen möchte. Es ist eine sehr, sehr gute Frage, ob es nicht sowas geben müsste, ob es nicht rechtlich eine Berücksichtigung dessen geben müsste, dass ich natürlich hier sehr, sehr gut die Leistung vieler Kreativer ausnutzen kann, nämlich quasi nur bestimmte Features extrahieren kann, ohne sie in irgendeiner Weise dafür zu kompensieren. Also sehr, sehr guter Punkt. Wenn man sich anguckt, dass vorhandene lebende Strukturen patentierbar geworden sind, dann pervertiert das Ganze. Ja, genau. Danke, ja wirklich. Und wir haben noch, also zwei Meldungen würde ich dann noch, oder machen wir noch vier, wir haben Zeit. Ich wollte ganz kurz da ansetzen, wo du vorhin warst mit dem Artificial Coworker. Du hast das jetzt alles sehr kritisch beachtet, aber kann es nicht auch einfach saugeil sein, dass so mondäne Aufgaben einfach automatisiert werden? Jeder kennt es irgendwie, es gibt so Aufgaben, die muss man irgendwie machen, die sind einfach scheiße. Irgendwas in eine Liste eintragen oder so, ist doch voll geil, wenn ich mir denke, in den nächsten 15 Jahren fallen die weg und ich muss vielleicht, keine Ahnung, in einem idealen Szenario nur noch 4 Tage die Woche arbeiten, redet man ja viel drüber oder so, und die Sachen sind automatisiert. Also es gibt ja durchaus positive Aspekte, oder?
Die gibt es definitiv. Ich würde ganz kurz, wir können auch gleich die anderen Meldungen noch machen, aber ich glaube, ich würde diese Stelle ganz kurz nutzen, weil es ist interessant, ne? Also wir ziehen hier quasi alle gerade am gleichen Faden. Es gibt sehr viel quasi hier den Vergleich zwischen so ein bisschen eben, wie, also auch wieder genau dieser Punkt, der Vergleich quasi zwischen dem Idealen und dem, wie es im System halt auch schnell läuft. Also es gibt einfach die Überlegung, dass auf der einen Seite stehen quasi die Chancen und die Möglichkeiten und auf der anderen Seite steht das, was letztlich in Realität passiert. Und die zwei wichtigsten Sachen, so ein bisschen die zwei wichtigsten Spekulationen, die ich mir bis zum Ende aufgehoben habe, beziehen sich genau darauf. Also schon allein an den Gedanken, dass wenn ich zum Beispiel 80% oder sagen wir mal, ich kann 20% von den Aufgaben, die in einem bestimmten Prozess anfallen, automatisieren in Zukunft, die ich heute noch nicht automatisieren kann. Ich kann 20% automatisieren. Das kann zwei Dinge bedeuten. Das kann heißen, dass ich alle meine Angestellten nach 4 Tagen nach Hause schicken kann, also dass sie 1 Tag mehr Urlaub haben. Oder es kann heißen, dass sie in Zukunft nur noch 80% ihres Lohns bekommen, aber gleich viel da sind, gleich viel arbeiten. Es ist immer quasi, es gibt auf der einen Seite quasi die Möglichkeiten, die durch KI geschaffen werden, aber es gibt auf der anderen Seite die gesellschaftlichen und politischen Rahmen, in die das gebettet ist. Und ich will noch zwei quasi kurze Gedanken mitgeben und dann können wir sehr gerne noch weiter diskutieren. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Es gibt zwei Gedanken, die mir sehr, sehr wichtig sind, weil sehr, sehr oft, wenn dieses Thema verhandelt wird, gerade wenn man quasi nochmal zurückkehrt zu dieser Überlegung, okay, was passiert, wenn jetzt in Zukunft, zum Beispiel sind ja ein gigantischer Prozentsatz der Menschen im Bereich Kraftfahren, also irgendwie Kuriere, Spedition und so weiter, fahren jetzt gerade Auto und könnten dann viele Jobs wegfallen. Jetzt sagen die Leute quasi, ja, wenn es tatsächlich passiert, dass in 2030 oder 2040 auf einmal irgendwie wir 20-30% Arbeitslosigkeit haben sollten, trotz Überalterung und so weiter, weil das muss man ja auch wieder mit berücksichtigen, sollte das passieren, wir können das ja ganz einfach lösen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also wir können das ja ganz einfach lösen, dass wir quasi bei einer konstanten Wertschöpfung, wird ja gleich viel Wert geschöpft in Anführungszeichen, dann können wir auch irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen einschaffen und dieses Problem lösen. Da will ich Folgendes dazu sagen. Wie gesagt, es ist eine Spekulation, aber ich halte das bedingungslose Grundeinkommen für eine ganz gute Lösung für unsere gegenwärtigen Probleme. Aber nicht unbedingt für das, wovon wir sprechen, wenn große Prozentsätze der Menschheit tatsächlich arbeitslos werden sollten. Der Punkt ist nämlich der, dass jetzt gerade es eine automatische politische Teilhabe derer gibt, die arbeiten sind. Die können streiken, sie müssen nicht streiken, aber sie können streiken. Die können quasi, sie sind ein wichtiger Teil des Systems. Wenn man sich tatsächlich vorstellt, in Zukunft, es gibt Massenarbeitslosigkeit, es gibt einen riesigen Prozentsatz der Gesellschaft, der dann nur noch abgefrühstückt wird mit so einem, hier kriegst du also dein bedingungsloses Grundeinkommen, aber dann sei auch still, weil was willst du denn machen? So, jetzt musst du, das musst du jetzt einfach akzeptieren. Entsteht so eine extrem abgehängte Klasse, die, also man will sich gar nicht vorstellen, wo sich das politisch hinbewirken könnte. Jetzt gerade hat ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwie, also ich will überhaupt nichts dagegen sagen. Es ist natürlich toll, irgendwie Bürokratie abzubauen und in die Richtung quasi zu arbeiten, einen effizienteren Sozialstaat zu bilden und ein bisschen quasi Leistungsdruck aus der Gesellschaft rauszuziehen. Und ich will es überhaupt nicht kritisieren, aber ich will nur sagen, dass das, worauf wir quasi hinlaufen, sicherlich tiefgreifendere gesellschaftliche Änderungen verlangt. Nämlich, das ist der Punkt. Ne? Wir haben über geistiges Eigentum vorhin gesprochen, aber es ist auch ganz generell die Frage dessen, wo wir uns hinbewegen gesellschaftlich, nämlich KI, wenn wir so denken, wie wir bis jetzt denken, nämlich ich kaufe mir einen Roboter und alles, was der Roboter erwirtschaftet, ist meins und nicht gehört nicht, ne, irgendwie den Arbeitenden, die da aktiv dran arbeiten. Dann kann es natürlich sehr, sehr schnell passieren bei absoluter Automatisierung, dass wir wir leben natürlich schon in dieser Art von Gesellschaft, aber sowas kann sich natürlich nochmal krass verschärfen, wenn man sich überlegt, dann gibt es wenige Leute, die besitzen die Maschinen und alles, was die Maschinen erwirtschaften, gehört denen. Ja? Wir müssen also, ich meine, es gibt schon längst Themen wie Robotersteuer oder auch Vorschläge von so einer Art quasi KI-Ertragssteuer. Wir müssen definitiv jetzt schon
Veränderungen in unserem gesellschaftlichen, in unserem politischen System antizipieren, die durch diese Entwicklung einfach notwendig gemacht werden. Und genau darum geht es auch, wenn wir quasi vergleichen, wenn wir uns überlegen, ja, also ich meine, das eine ist irgendwie genuine Kreativität und das andere ist irgendwie einfach nur die Machenschaften von, sag ich mal, von Daten über Daten über Daten. Worum es tatsächlich ja geht, ne, wir kommen immer wieder darauf zurück, ist, wie in unserem System tatsächlich jetzt gerade Kreativität gewertschätzt wird, wie unsere Kreativwirtschaft funktioniert, wie unsere Wirtschaft funktioniert, wie unser Verständnis von Eigentum, von Produktion funktioniert und dass das auch eigentlich nichts weiter ist als ein weiterer Punkt, der uns daran erinnert, dass wir uns gesellschaftlich noch sehr viel weiterentwickeln müssen. Und genau, das in dem Sinne würde ich damit auch den Vortragsteil gerne beenden und wir können jetzt sehr gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Danke. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall auf der Seite noch Leute gehabt, die was sagen wollten. Ja genau, vielen Dank. Es dürfen natürlich auch alle gehen, denen es jetzt zu spät wird. Ich verstehe es gut. Egal, einfach erstmal. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Super interessant. Du hattest gesagt, klar, oder alle haben gesagt, irgendwie, das sind natürlich ganz offensichtliche Fehler, die da drin stecken. Ne? Also in der Musik, das war irgendwie, ich würde sagen, eine Simulation von Musik, könnte man sagen. Und jetzt nicht wirklich, also sind da ganz offensichtliche Fehler drin, genau wie in den Bildern, wo auch ganz offensichtliche Fehler drin stecken. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das dabei bleibt, ehrlich gesagt, weil für mich ist irgendwie, das ist ein bisschen philosophisch, die große Frage unserer Zeit eigentlich, ob das Ding hier oben auch nur ein riesengroßer Analogcomputer ist, der halt ein irgendwie Faktor 10 Milliarden komplexer ist als das, was wir heute haben. Aber wer weiß, wo die Technik noch hingeht, ne? Mhm. Also. Ja, also es ist definitiv eine spannende Frage, quasi auch eine sehr philosophische Frage dazwischen, ob es quasi quantitative, also ob es wirklich rein quantitative Unterschiede zwischen uns und KI gibt oder ob es qualitative Unterschiede gibt. Ich denke, wir sind auf jeden Fall an dem Punkt, an dem, falls es quantitative Unterschiede sind, sind sie so enorm, dass man sie fast schon qualitativ bezeichnen muss, weil, wie gesagt, mit Intelligenz haben diese Algorithmen auf jeden Fall noch überhaupt nichts zu tun und von dieser Vorstellung, dass sie in irgendeiner Weise in quasi ihren kreativen Kapazitäten, also in diesem quasi Metakognition und so weiter an uns rankommen, da reden wir einfach noch nicht. Also das ist nicht absehbar in der weiteren Entwicklung, also ist es so ein bisschen reine Spekulation. Aber es ist natürlich eine interessante Frage und das Verrückte ist, dass ich wahrscheinlich, wie wir jetzt schon wissen, dass sich diese Frage in Zukunft irgendwann beantworten wird. Das, genau. So, jetzt wieder auf der ganz anderen Seite, sorry. Es ging vorhin darum, dass Leute darüber entscheiden, dass eine KI bestimmte Aufgaben von irgendwie Designern oder sowas übernimmt. Der Witz ist, dass diese Entscheidung natürlich auch eine KI treffen kann, ne? Und zwar oft besser als Geschäftsführer und besser als Aktionäre und das passiert. Da gab es einen Artikel auf Hacker News drüber die Tage, den hat bestimmt die Hälfte hier schon gesehen, über den Zusammenhang zwischen der Dingsbums Hathaway-Aktie, dem Fonds von Warren Buffett und den Film von Anne Hathaway und dass die Aktie steigt, wenn Anne Hathaway einen Film rausbringt, weil die KIs positive Schlagzeilen mit dem Wort Hathaway erkennen und daraufhin Fonds-Aktien von diesem Fonds kaufen und darüber halt Geschäftsprozesse gesteuert werden im ganz großen Stil. Was kannte ich noch nicht, finde ich genial. Zeigt das natürlich auch, dass es ganz wichtig ist, schier zu betrachten, ne? Ich nenne es eine Spekulation. Man redet dann sehr schnell davon, dass ja, irgendwann wird KI das können. So, jetzt hat die noch ganz viele Fehler, irgendwann wird sie das können. Wir wissen natürlich, dass unsere gesamte Geschichte der Technik, die wir entwickelt haben, davon durchzogen ist, dass diese Technik einfach unglaubliche Mängel hat. Und wir alle, also alle Leute, die sich in irgendeiner Weise mit Technologie beruflich, aber auch natürlich im Privaten beschäftigen, wissen, wie wahnsinnig fehleranfällig sie ist. Und vor allem, je komplexer sie wird, desto fehleranfälliger ist sie. Und ganz wichtig ist natürlich in dieser ganzen Sache zu betrachten, klar, ich will hier einfach ein bisschen auf Sachen aufmerksam machen, die Kreativität anregen, aber es ist schon auch so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss,
eventuell kommt das einfach nicht, dass selbstfahrende Autos tatsächlich allumfassend besser und günstiger Auto fahren können als Menschen. In jeder Situation. Weil wir sind da noch nicht. Wir sind ziemlich weit, aber wir sind noch nicht an dem Punkt. Und genau, vielleicht ist das auch total hinfällig und dann würde es mich freuen. Wir hatten noch mehr. Wollte auch etwas zu der Polarisierung, worüber du geredet hast und auch über diese Weitzukunft-Vorstellung, dass auch bedingungsloses Einkommen dann keine Lösung mehr sein kann. Ich glaube aber, das ist auch nicht die weiteste Zukunft, in der man blicken kann. Also das ist, ich weiß nicht, wie man hier Weitzukunft definiert, aber es wird, so natürlich auch meine Spekulation, eine Phase danach auch geben, wenn ja, vielleicht die meisten der Leute sind dann arbeitslos, wir haben sehr hohe Raten von Depression und Selbstmord, vielleicht sind wir fast ausgestorben, auch mit Klimawandel daneben, wer weiß, aber die Welt geht im Kreis und es gab viele Kriege bisher und wir sind noch da. Aber es könnte sein, dass wir dann zu einem Punkt kommen, wo durch ein besseres Verständnis von, was Arbeit überhaupt heißt, warum müssen wir überhaupt arbeiten, wir müssen nicht 9-to-5 jeden Tag was schaffen und dass wir, also dann gibt es eine ganz, ganz, ganz neue Definition von, was heißt Arbeit überhaupt. Und dann gibt es viele Jobs, die einfach zu der Vergangenheit völlig zugehören werden, die dann, worüber man überhaupt nicht mehr nachdenkt in 100 Jahren oder so. Und dann durch diese neue Perspektiven, neue Art von Bildung und hoffentlich viel Mental Health Support in der Zeit, dann könnte es sich was richtig Interessantes und Schönes sich entwickeln. Also, und vielleicht ist nicht bedingungsloses Einkommen ist eine Sache, aber es könnte sein, dass wir einfach vielleicht nicht mehr wirklich viel arbeiten oder Arbeit heißt was völlig anderes, was wir noch nicht uns vorstellen können. Da gibt es, sehr guter Punkt, danke. da gibt es natürlich auch sehr schöne quasi politische Schlagwörter oder Bewegungen, die genau davon sprechen, also die genau so eine Utopie definieren. Quasi einfach generell die Idee, dass so ein gesellschaftlicher Utopismus natürlich auch sich technologische Grundlagen nimmt und sagt, und da bin ich 100% d'accord, Automatisierung kann uns auch in so einen paradiesartigen Zustand bringen, in dem wir dann tatsächlich die Möglichkeit haben, anders über Arbeit nachzudenken und eigentlich viel, also wirklich befreit werden in einem gewissen Sinne von, also eigentlich das ursprüngliche Projekt. Probleme haben, aber vielleicht haben sie nicht Probleme, mit genau, zu tun, wird, genau. Aber, ja. Probleme wird man immer haben, definitiv, aber in dem Sinne, da gibt es interessante politische Bewegungen. Es gibt dieses sehr schöne, ich weiß gerade nicht, ob ich es zusammenbekomme, Fully Automated Luxury Gay Space Communism. das ist so ein, quasi so eine der quasi gesellschaftsutopischen Projekte, die sich überlegen, wenn wir erstmal alles automatisieren können, dann können wir unsere Gesellschaft auch ganz schön cozy gestalten. Also klassenlos und dann können wir uns irgendwie nur noch mit Kunst und Raumfahrt beschäftigen. I approve. Sorry? Ja. Und dann haben wir einfach nur den großen Kreis quasi, dann sind wir einfach nur einen sehr großen Umweg gelaufen. Und wieder. Du hast in deinem Segment über das bedingungslose Grundeinkommen, über die Schaffung eines neuen Prekariats gesprochen. So, ich interpretiere da so ein bisschen dieses, ja, Menschen zu Konsumdrohnen degradieren rein. Aber eigentlich ist das doch der Status quo, nur mit dem Zusatz, dass die Menschen von einem riesigen Behördenapparat regelmäßig gegängelt werden. Siehst du da irgendwelche Abgründe, die ich als Laie nicht sehe? Möchtest du darüber vielleicht ein bisschen was sagen? Also zunächst mal würde ich jetzt definitiv keine Hierarchisierung versuchen, indem ich sage, ich bin da kein Laie, weil, also ich meine, ich beschäftige mich gerne mit diesen Gedanken, aber es ist spekulatives Territorium, also das schon mal dazu gesagt. Und das, was ich nur denke und was den Unterschied macht, und ein Denker, der mich da stark beeinflusst hat, ist Dietmar Dart, sehr spannender Science-Fiction-Autor und
und gesellschaftlicher, politischer Denker, ist das also so zweierlei. Aber das eine ist, wie gesagt, tatsächlich, dass eine, also ja, auf de, es gibt natürlich jetzt schon eine große quasi gesellschaftliche Schicht, die, also ein Prekariat. Das Problem, also aber die, der Unterschied ist aber, dass die ja tatsächlich noch in den meisten Fällen arbeiten und wenn die morgen nicht zur Arbeit gehen würden, gäbe es Probleme. Also es gibt einfach noch dieses politische Kapital der Streikmöglichkeit oder einfach der Möglichkeit, noch auf bedeutende Weise in infrastrukturelle Prozesse einzugreifen. Das heißt quasi gar nicht, das müssen die Leute gar nicht machen. Also weil wir leben natürlich nicht in einer Gesellschaft, in der sehr oft sehr großflächig gestreikt wird. Bin ich als Hartz-IV-Empfänger bin ich aus diesem Loop doch schon raus. Also da ist das doch schon vorbei, da kann ich nicht mehr streiken, da kann ich vielleicht noch das Arbeitsamt verklagen versuchen, wenn es nicht pünktlich zahlt, aber dann ist auch irgendwo Ende. Das stimmt, genau, und dann wäre tatsächlich das Argument, dass quasi eben genau das, also quasi die Anzahl der Leute würde sich dann steigern und das quasi verändert natürlich die Problemlage. Und dann auf der anderen Seite, und das ist so ein Nebeneffekt, ist, dass es ja quasi nicht nur die Tatsache ist, dass die Leute weniger arbeiten, sondern auch tatsächlich mehr von diesen Prozessen abgeschottet werden. Also dass dann auch einfach die Tatsache ist, dass selbst wenn man dann bestimmte Schritte ergreifen wollen würde, mit einem höheren Grad der Automatisierung, auch ein höherer Grad der quasi Verbarrikadisierung dieser Technologien passiert. Also es wird natürlich alles ein bisschen undurchsichtiger, es wird alles weniger störbar, weniger verständlich, auch in diese Richtung von, ne, man kann sehr lange quasi, ist Infrastruktur noch in irgendeiner Weise verständlich, ich rede jetzt sabotierbar, ne, ab einem gewissen Grad theoretisch nicht mehr, auf der anderen Seite natürlich umso mehr, weil Sachen, die sehr komplex sind, sind natürlich auch leichter zu stören. Aber das sind diese Tendenzen, in die ich da denke, also diese tendenziellen Richtungen, in die ich da denke. Einfach das Potenzial, dass einer großen gesellschaftlichen Schicht sehr viel politisches Kapital weggenommen wird in diesem Prozess. Also ich habe 1977 die Streiks um die 35-Stunden-Woche mitgemacht. Und wir haben damals statt 35 sechs Wochen Tarifurlaub gekriegt in der Metallindustrie, in den Werften an der Küste. Und aus solchen Schritten, und das hat 10 Jahre gedauert, und heute ist da viel wieder von weg. Aber wenn ich den Gedanken nochmal aufnehme, den du gesagt hast, wenn ich 20% weniger Arbeit machen muss, weil Überkopfarbeit durch anderes ersetzt worden ist und vieles andere mehr, überflüssiger Arbeit im Sinne einer menschlich sinnvollen Tätigkeit, dann kann ich den Leuten doch statt 20% weniger, weil die Menschen haben diese Werte ja geschaffen, 20% mehr geben und ich kann sie 20% weniger arbeiten lassen. Habe ich die 4-Tage-Woche und ich kann mehr Leute beschäftigen. Da muss ich nicht an Arbeitslosigkeit denken, wenn ich diesen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen will. Ja. Aber das ist ein gesellschaftlicher Wandel, ja, der mit Arbeitskämpfen und mit Machtverteilung und Verteilung von oben nach unten vor sich geht, sonst geht das alles nicht. Absolut. 100% unterzeichne ich da. Vielen Dank. Super spannend. Ich hätte eine Frage. Es ging ja, glaube ich, auch ganz viel darum, wie sich KI dann auf die Arbeitswelt auswirkt. Und ich habe mich gefragt, hast du auch Spekulationen darüber, wie sich es auf das Bildungssystem auswirkt, Bildung und Ausbildung? Das hängt ja dann auch mit dem Arbeitsmarkt zusammen. Und die zweite Frage wäre noch, in dem Modell jetzt hier, ist da menschliche Intelligenz dann praktisch fix? Oder ist menschliche Intelligenz auch etwas, was sich weiterentwickeln kann und dann praktisch sich das Verhältnis zu KI auch immer wieder verändert oder dass sich menschliche Intelligenz aufgrund von KI in eine Richtung entwickelt, die noch nicht voraussehbar ist? Und das würde ja diese Überlegung, wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt, dann auch eventuell nochmal verändern. Definitiv beides sehr, sehr gute Punkte. Um den ersten Punkt zu adressieren, ich glaube, dass man hier ja einfach auch sagen kann, also das Bildungswesen ist ja tatsächlich auch ein Arbeitsmarkt. Und wenn wir uns quasi vorstellen, was hier automatisierbar ist aus einer Arbeitssicht, sehen wir auch quasi, wie sich auf der anderen Seite Dinge automatisieren. Also natürlich glaube ich, dass KI einen wahnsinnigen Einfluss haben wird auf das Bildungswesen. Allein schon aus der Tatsache, dass ja heute schon eine starke Digitalisierung des Bildungswesens stattfindet. Es geht jetzt
gerade beschleunigt durch die Pandemie mehr um E-Learning. Sehr viele Leute schauen sich sowieso schon, also gerade im IT-Bereich ist wahnsinnig viel, lernt man über YouTube-Tutorials oder auch so interaktive Seiten oder Skillshare und so weiter. Dass natürlich hier noch durch KI diese Inhalte verbessert werden können, dass es irgendwann so eine Art Emulation von so einem Face-to-Face-Lernen und quasi irgendwann mal hier quasi jede Person einen persönlichen Tutor, also eine virtuelle Tutorin haben könnte, ist natürlich, also auch da sind wir natürlich an dem Punkt. Wahnsinnige gesellschaftliche Chance, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, aber wir wissen auch ganz genau, dass in unserem aktuellen System das auch zu wieder furchtbaren Konsequenzen führen kann. Also das zum Bildungssystem gesagt, ich weiß nicht, ob das okay, es ist zufriedenstellend. Und genau, der andere Punkt finde ich als quasi mit einem philosophischen Hintergrund ein sehr, sehr schöner Punkt quasi. Menschliche Intelligenz ist natürlich nichts Fixes, schon allein, dass sie, da sie ja nicht sich quasi in dem Individuum oder quasi in beschränkt auf reines, quasi das biologische Wesen, das wir sind, sondern ja wahnsinnig gesellschaftlich produziert ist und wahnsinnig viel mit unserer Gesellschaft und unserem zu tun hat. Es gibt da ja auch schon lang bevor es Computer gab, gab es ja diese Ansätze zu Extended Mind und zu der Frage, warum zum Beispiel denn nicht wir auch quasi unsere Notizbücher nicht schon als Teil von, weil sie ja auch quasi unser erweitertes Gedächtnis sind, als Teil unserer quasi Person oder unseres Intelligenz mitrechnen müssen. Und ich glaube, also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, dass das Smartphone das nochmal extrem weitergeführt hat und dass so das, was zum Beispiel auch viel unter dem Begriff hybride Intelligenz geführt wird, also einfach diese generelle Idee, dass quasi künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz natürlich am besten funktioniert, wenn sie auf eine sinnvolle Art und Weise miteinander zusammenarbeiten, eine wahnsinnig gute Chance sind. Auch hier sind wir natürlich wieder an dem Punkt, das muss natürlich auch so gewollt werden. Also es muss natürlich auch gewollt werden, dass wir bestmöglich, klingt jetzt so sehr nach Selbstoptimierung, aber dass wir effizientere Prozesse schaffen in unserem Interesse und quasi im Interesse eines gesellschaftlichen Gemeinwohls. Frage ist halt natürlich, welche Forschung wird hier gefördert oder welche Interessengruppen haben hier welche Vorstellungen von Technik und wie sie eingesetzt werden sollte. Ich schau mal, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde überzogen. Es wird auch überhaupt nicht langweilig, aber vielleicht nur, damit ich jetzt nicht so abrupt beende, nehmen wir jetzt vielleicht noch drei Leute ran und dann zwei Leute nehmen wir noch ran. Oh. ganz hinten. Oder? Nee, das ist keine Meldung? Sorry. Ich wollte zu dem Punkt zukünftige Rolle der Arbeit, den du vorhin aufgeworfen hast, noch sagen, diese starke Identifikation über den Arbeitsplatz, das ist ja kein Naturgesetz, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Also ich denke jetzt an die alten Griechen oder die Römer oder sowas, bei denen Arbeit einfach völlig verpönt war und das haben die Sklaven gemacht und vielleicht noch ein paar Frauen, aber das hat man doch nicht selbst gemacht. Und vielleicht schaffen wir es über eben volle Automatisierung auch wieder zu so einem Punkt zu kommen, in dem wir einfach in einer Welt voller Philosophen leben, die den ganzen Tag schlaue Gedanken ausbrüten und sich gar nicht mehr so sehr über Arbeitsplätze und Rollen und festen Job von bis identifizieren müssen. Und das, also eben den Gedanken aufwerfen, das gab es schon mal, das ist jetzt gar nicht so unrealistisch, dass wir das einfach wieder hinkriegen. Ja, das finde ich einen so schönen Punkt. dass man, haben wir noch eine Person, weil sonst, dann beenden wir vielleicht an der Stelle und nehmen gleich noch die Ironie zum Schluss mit, wenn das mit allen d'accord ist. Ich danke auf jeden Fall sehr für diese angeregte Diskussion, es ist wirklich wahnsinnig spannend. Wir können es auch gleich nochmal gerne hier vor der Tür noch ein bisschen weiter quatschen, aber genau, vielen Dank an der Stelle und Ironie jetzt auch? Und schönen Abend noch. Oder mal was anderes als Ironie. Also in einer Betriebsversammlung hat der Vorstand ausgerufen den digitalen Zwilling. Ne? Also für jede Aktion auf dem Gelände sollte eben eine Entsprechung in der EDV stattfinden. Mhm. Und die Kollegen sind natürlich sofort auf die Idee gekommen, ob man denn den Realteil an dem Zwilling nicht simulieren kann.